Gesundheit. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von Gothic 3. Hier in meinem Magier-Run. Wir sind bei Morasul angekommen, also beim Tempel von Morasul letzte Folge. Und haben den Auftrag bekommen, einige furchtlose Wüstenläufer zu töten. Und genau das werde ich jetzt tun. Zusammen mit meinem Kollegen Orknarok. Wie viel Leben hast du noch? Ja, sieht gut aus. Eigentlich bin ich jetzt gut beraten, hinzurennen und den abzustechen, ne, damit er vergiftet ist. So. Naja, das kriegen wir schon irgendwie hin, das ist ja machbar. Solange nicht alle gleichzeitig kommen, ist das alles okay. Das war's schon mit dem ersten. Oder der zweite, könnte aber ein Problem werden. Das war's mit dir, Mistvieh. Wie knapp ich den noch einfrieren konnte. Komm, Orknarok, du schaffst das. Vertrau dir. Das sind die Schlachten, die die Krieger aus dem Helden machen hier. In Gothic 3. So, das wäre erledigt. Das Gift hat ihn jetzt am Ende des Tages hingerafft. Ich weiß gar nicht, wie viele waren es. Ich glaube, 5 oder so waren es insgesamt. Also es waren schon ein paar. Hier kann man übrigens noch zur Küste. Gucken wir uns später nochmal vielleicht an. Boah, das sind 2 auf einem Haufen. Das ist jetzt aber unangenehm. Das wird sehr, sehr unangenehm. Aber ich bin voller Hoffnung. Das war, glaube ich, ein Fehler. So, okay. Jetzt ist halt wenigstens nur noch einer. Ha! Junge, greif dir doch an! Oh, yo. Oh, gerade so vergiftet. Ah. Wie gefährlich die aussehen, ne? Die euch mal an, die sehen echt mies aus. Hat der Schild echt geholfen jetzt von euch? Oh. Scheiße, verflucht! Mann, wieso bin ich da so greedy reingegangen? Mann. Ich glaube, einen einfrieren und den anderen direkt mit Feuer töten. Jetzt hat er den falschen gefokust, ich bin raus. Nee, den anderen. Ah, wieder den falschen gefokust. Ach so, Mist. Tja, jetzt ist ein Problem. Da! Ah! Wäre erledigt. Los, kein Risiko eingehen. Und wie ihr seht, war es das noch nicht. Da muss irgendwo noch einer sein. Da vorne ist noch einer. Ja, ich hatte auch irgendwie in Erinnerung, dass es 5 waren. Das müsste aber wirklich der letzte sein dann jetzt hier. War es immer noch nicht, da ist noch irgendwo einer. Feuerball und Silberpokal, cool. Das war es immer noch nicht. Muss immer noch irgendwo hier einer sein. Das hätte ich ja schon Questerfolg bekommen, aber. Krass, wo ist denn hier noch einer? Oh. Verdammt, bin ich hier hingekommen. Bin ich hierher gekommen? Ende. Wo ist denn da noch einer? Jetzt sind wir schon wieder hier beim Fasim. Ach so. Wir sind schon wieder hier oben. Oha, krass. Okay.
Das ging ja schnell. Wo ist noch einer von diesen Schattenläufern? Irgendwo hier muss einer sein. Versteckt er sich so in den Ruinen vielleicht? Das kann sein. Wir sind noch weit. Ja. Das ist er, der letzte. Also waren es sogar 6 Stück. Krass. 9 Gold. Kurz speichern. Hui. Ein Mist wie weniger. Sehr schön. Das hat's gebracht. Die Silberpokale, die wir hier rausholen, sind ja super. Die kann ich alle für teuer Gold bei Marlow verkaufen. Kalisch wird's freuen. Und wir haben ganz gut Jagdbeute bekommen jetzt hier. Ist auch nicht schlecht. Die furchtlosen Wüstenläufer sind tot. Die Biester sind tot? Gut, dann sieht die Sache hier schon nicht mehr ganz so hoffnungslos aus. Hier, nimm dies als Belohnung. Klasse, 1000 Gold, nicht schlecht. Ja, da haben wir das doch geregelt. Ist jetzt immer noch die Frage. Keiner will dich, ne? Ich denke, ich brauche dich jetzt nicht mehr. Das werde ich ihm wahrscheinlich erst bei der Oase des Murat sagen. Weil ich glaube, ich kann nicht die Jasmin und den Orknarok gleichzeitig mit mir führen. Ich glaube, dass ich ihm dort dann quasi Lebewohl sagen werde. Und dann gehe ich mit Jasmin alleine quasi zurück nach Morasul. Was wir jetzt aber machen werden, ist, wir werden jetzt mal zum alten Messier gehen. Der wird mir von seiner Vision erzählen und ich muss schon wieder husten, ey. Belastend. Ziemlich viele Orks hier. Ich glaube, Morasul ist, glaube ich, der Ort, an dem die meisten Orks sich befinden. Die größte Ork-Truppe. Aber es lohnt sich hier nochmal durchzugehen, weil wir ja hier nochmal ein paar Heilwurzeln haben und so. Warte hier. Ich halte hier die Stellung. Mach das mal. In der Zeit mal kurz hier runter. Und klau mir mal alles, was hier nied-und-nagelfest ist. Nicht nied-und-nagelfest ist, so rum. Das sieht auch so geil aus. Kann ich das lesen? Nee. Ich meine, irgendwie gab es hier noch was zu holen, aber ich weiß nicht mehr genau was. Steintafeln oder sowas, das sind richtig gute Sachen, die ich jetzt finden könnte. Steintafeln. So kleine handliche, die man auch bei Händlern kaufen kann. Die zu finden und zu kaufen, das wäre jetzt 10 von 10. Weil diese großen Stehenden hier, die bringen nichts mehr, leider. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Und die Macht war Feuer, und er lenkte es nach seinem Willen. Okay, ich nehme alles zurück. Es gibt offenbar doch noch so große Steintafeln, die ich sogar noch lesen kann. Ich war ein bisschen irritiert, weil ich hatte ja schon solche Steintafeln gefunden, die ich nicht mehr lesen konnte. Ich frage mich, nach welchem Muster das läuft. Welche Steintafeln ich lesen kann und welche nicht. Ich freue mich natürlich dann umso mehr, wenn ich doch mal eine finde, die ich doch noch lesen kann. Das bringt ja auch nochmal altes Wissen. Schade, hier ist nichts mehr. Okay, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. 3 alte Wissenspunkte. Mehr oder weniger. Das kann schon einen Unterschied machen. Okay. Weiter geht's. Komm mit. Los geht's. Das hat sich doch gelohnt hier, der Besuch. Hier ist sogar ein Bett. Oh nein, ich hätte hier pennen können? Nee, ist nicht. Okay. Ich dachte kurz, dass ich hier hätte pennen können, aber das ist eine Lüge. So. Und zum alten Messier geht's hier lang. Und dann werden wir hier weitergehen, die Straße, dann irgendwann rechts abbiegen und dann Richtung Murats alte Oase. Wie der läuft, seitlich läuft, das sieht ja witzig aus.
Ich habe tatsächlich, selbst wenn ich Magier gespielt habe, habe ich nie so mit Zauberstab gespielt. Weil ich finde Zauberstab, das ist zwar irgendwie in Herr der Ringe mit Gandalf und Saruman und so, ist das ganz cool. Aber in Rollenspielen fand ich Zauberstäbe irgendwie nie so attraktiv. Wisst ihr, was ich meine? Ich fand das nie attraktiv, damit zu spielen. Aber hier, na, ich meine, es gibt ja für alles ein erstes Mal, oder? Wohin des Weges, Fremder? Ich suche hier ein paar Artefakte. Na sowas, Junge. Ich auch. Willst du tauschen? Ich suche Ramirez. Hast du ihn gesehen? Ramirez? Ja, ja. Weißt du, wo er steckt oder nicht? Ja, ich weiß, wo er ist. Ich kann dich zu ihm bringen. Ich sage dir was. Ich bin ein alter Mann. Meine Lebensjahre ziehen vorbei, wie der Wind über die Dünen streicht. Was willst du? Ich will noch einmal die Freuden von Murats Oase genießen. Also, bringe ich dich erst zu Ramirez und dann begleitest du mich zu Murats Oase. Ja, das klingt nach einem Ferndeal, da wollte ich sowieso hin. Lass uns handeln. Schön, freut mich. Ich bin übrigens Messier. Schatzgräber werde ich genannt. Spinner und Schwätzer, sagen sie zu mir. Aber sie sind blind für meinen Reichtum. Bis auf Zuben. Ja, ja, der nicht. Der alte Zuben. Aber ich schwaffle schon wieder. Du kennst Zuben? Ja, von früher. Er hat ein paar wirklich gute Visionen. Aber das ist auch schon wieder 70 Jahre her. Aha. Geht so unglaubwürdig. Erzähl mir von deinem Reichtum. Ich sehe viele Dinge. Alles, was ich bisher gesehen habe, ist auch eingetreten, mein Sohn. Ein Mann wird kommen aus dem Norden und wird die Wüste mit einem schrecklichen Fluch belegen. Er wird den Tempel von Murasul öffnen und die Toten werden über den Sand der Wüste wandern. Sie werden sich an den Lebenden rächen, dass sie in ihrer ewigen Ruhe gestört wurden. Ja, könnte ich sein. Wer wird den Tempel öffnen? Ein Mann aus dem Norden. Viele Kämpfer hat er bestritten. Viele bedeutende Dinge hat er getan. Er wird der Entscheider sein zwischen Gut und Böse. Zuerst glaubte ich, der Kämpfer Kirk aus Murasul wäre dieser Mann. Doch nun bin ich mir nicht mehr sicher. Verstehe. Zeig mal, was du gefunden hast. Ich brauche Mana-Sachen. Dinge, die meinen Mana erhöhen. Davon hat er halt einfach gar nichts. Shit. Was er hat, ist halt hier so eine Steintafel, aber 6000 Gold ist schon, puh. Das ist schon nicht so wenig, aber irgendwie habe ich schon Bock, mir das zu kaufen. Also Amulette, Ringe, die ich irgendwann mal erwerbe oder die ich irgendwann mal dabei habe, die werde ich wohl nie verkaufen, weil ich weiß, dass ich die dringend brauche. Klauen können wir weg. Sandlurker behalte ich mal 5 für die Quest. Alles, was darüber hinaus ist, kann ich ihm auch verkaufen, weil ich selbst bei Jägern dafür kein besseres Geld bekomme. Also von daher ist es auch egal. Hämmer behalte ich. Wie gesagt, ich meine, es gab eine Quest in Vanguard, wo ich Hämmer und Segen auftreiben musste. Ja, ich kaufe die Steintafel jetzt nicht. Das ist ultra teuer und so viel Geld übrig habe ich jetzt auch nicht. Also... ich hätte mir jetzt irgendwie ein Amulett oder sowas oder einen Ring oder so gekauft, wenn er mir Mana gebracht hätte, aber hat er leider nicht. Von daher muss ich jetzt damit so leben. Ich gehe jetzt mal kurz in diese Höhle rein, die er hier hat, weil ich glaube, da gab es auch eine Steintafel zum Lesen. Nee, das ist nur sein Quartier und das haben die nett eingerichtet hier. Sieht cool aus. Ich zieh dem alten Mann die Flasche und das Messer ab. Okay, kann ich irgendwas brauen? Nee, ich habe keinen Wein. Aber ich könnte Heiltränke tatsächlich machen. Warum nicht? Dazu fehlen mir die Zutaten. Wie gesagt, so ein paar Heiltränke schaden ja nicht für einen Kampf, falls es mal wirklich kritisch ist und ich schnell mal einen Heiltrank reinwerfen muss. Ist das schon ganz gut, wenn ich hier und da mal ein paar dabei habe. Auch wenn mein Fokus halt trotzdem auf Mana-Tränken liegen sollte. So, na dann, Messier. Zeig mir mal Ramirez. Hm, na gut.
Bring mich zu Ramirez. Dann folge mir, Vater der Freuden. Weil der Alte ist ja auch Stabkämpfer, ne? Der könnte auch noch kämpfen. Auf dem Weg zu Murats Oase. Wie gesagt, ich muss sowieso hin, also es passt ganz gut eigentlich. Das wollte ich gar nicht. Vielleicht finde ich ja hier auch noch irgendwo in der Nähe ein paar Sandlurker. Die brauche ich ja für die Quest mit Bandaro. Naja, diese hohen Mauern hier, ich erinnere mich. Wir sind da. Er ist dort unten. Kommst du? Orknarok. Bevor ich da runtergehe, erstmal hier die Pflanzen sammeln. Na, dann gehen wir mal runter. Oh, surprise, surprise. Er ist tot. Oh, er hat einen Erzrohling dabei. Ah, ja. Warte mal, ich erinnere mich, hier in der Nähe war doch waren doch die Diebe. Und? Hast du ihn gefunden? Zumindest das, was übrig war. Dann lass uns jetzt zu Murats Oase gehen, bevor wir auch noch so enden wie er. Wieso hast du mir nicht einfach gesagt, dass er tot ist, Mann? Gehen wir zu Murats Oase. Ich kenne den Weg, aber du musst mich beschützen. Komm, Orknarok. Aber wäre natürlich cool. Ich hoffe, der bleibt jetzt hier nicht stecken oder so. Oder ich. Ich bleib stecken. Okay, perfekt. Ich sag's noch, ich bin nicht besser. So, erstmal speichern. Die wäre echt out. Nee, wir gehen doch nicht außen rum, Junge. Also hätten wir auch machen können. Weil hier ganz in der Nähe, ich erinnere mich nämlich wieder, hier ganz in der Nähe ist, glaube ich, das Lager der Erzrohling-Diebe. Das ist hier ganz in der Nähe. Langsam kommen die Erinnerungen wieder. Bro, warte mal. Das war irgendwo da vorne. Deshalb müssen wir da jetzt mal zusammen mitkämpfen. Das war's. Du sollst in der Sonne verdorren. Verdorne. Oh, was habe ich getan? Könnte sein, dass das jetzt schmerzhaft wird. Yo, Messier. Bruder. We need some help. Danke. Wenn es drauf ankommt, beschützt der mich eher, würde ich sagen. Irgendwo da hinten ist, glaube ich, das Lager dieser Erzrohling-Diebe. Das war's mit dir, du Mistvieh. Ich muss mal diese Warane herlocken, damit ich den Messier da in die Richtung noch ziehen kann. Mal sehen, weiter geht's. Oh, er hat echt den Feuerwaran getötet. Wow. Orknarok, ey. Ich bin begeistert. Ja, da hinten ist ein Feuergolem. Oh mein Gott. Irgendwo hier war doch dieses Camp. Von diesen Dieben. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich erinnere mich doch daran. Flucht. Ach, da oben sind übrigens meine Lurker, die ich suche. 4 einfach kein Chiller, der ihm nicht hilft, ey. Der Misir denkt sich so, ja, seid ihr jetzt endlich mal fertig? Was? Du sollst in der Sonne verdorren. Nee, Misir, das wird jetzt nichts.
Wir müssen jetzt erstmal dieses Lager holen. Das, wobei andererseits, das können wir auch später immer noch machen. Aber die Lurker, die können wir uns vielleicht noch holen schnell. Die Lurker hole ich mir noch fix. Ich brauche 5 Häute von denen. Was war's mit dir, du Mistvieh? 2 muss ich jetzt noch töten, das geht nicht anders. Oh Junge, jetzt ja übel zerlegt. Ein Mistvieh weniger. So, okay, damit habe ich jetzt meine Häute zusammen, die ich brauche. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal mit dem Mesir zur Oase. Und dann kommen wir später wieder. Ob ich jetzt nur mit Orgnarok wiederkomme oder mit Anga, ist erstmal dahingestellt. Aber ich weiß, da hinten, diese Straße entlang oder diese Straße entlang, eins von beiden. Oh Gott, der Mesir! Da ist irgendwie eine Gruppe Sandcrawler durchgekommen hier. Mal alles einfrieren, was hier so rumläuft. Ich glaube, so kann man Verbündeten am besten helfen. Aber das war's mit meinem letzten Mana-Trank, verdammt. Warum leckt denn das jetzt so hart? Oh, warum leckt es denn jetzt so hart, Mann? Interessant, dass sie das Target gewechselt haben. Okay. Unwürdige Kreatur. Ein Hoch auf das Gift der Assassinenklinge. Bin ich bald mein Level abgestiegen jetzt? Achso, ich bin schon Level aufgestiegen. Achso. Ja, okay. Diese 22 Lernpunkte würde ich jetzt mit größter Freude in altes Wissen investieren. Ja, aber das mit Mana war es das jetzt erstmal leider. Puh, unangenehm. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal ganz kurz kampftechnisch ein bisschen zurückhalten. Nur ein kleines bisschen. In diesen Ruinen gibt es noch so viele XP zu farmen. Junge, Junge, Junge. Und eigentlich bin ich auch gut beraten, das zu machen, also diese XP zu farmen. Aber dieser Sonnenuntergang mit den Boys. Kriegsverbrechen gegen irgendwelche Viecher hier begehen. Aber so ein bisschen juckt es mich ja schon in den Fingern, die hier zu machen jetzt. Angriff! Dürften beide jetzt eigentlich verbrennen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Leben der Mesir noch hat. Aber wird schon genug sein. Super. Das lief ja jetzt wie geölt. Tja, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Okay, müssen wir ohne weitermachen. Das war's mit Mana. Aber da vorne ist schon Murat zur Asa, also. Wir sind jetzt schon sehr, sehr nah. Das passt also. Ich mag einfach die Atmosphäre hier in der Wüste. Ich muss sagen.
Wenn ich so wählen müsste, welches der drei Länder von Myrtana so mir am liebsten wäre, Nordmar, Varand oder Myrtana, würde ich sagen, wahrscheinlich Top Platz 1 ist Nordmar, Platz 2 ist Varand. Und Myrtana würde ich auf 3 setzen, weil das halt dieses, ich sag mal, standardeuropäische Biom ist, was man jetzt nun schon aus Gothic 1 und 2 und so kennt und ja. Ah, wir sind da. Wunderbar. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt können wir uns eine Weile ausruhen. Hier, nimm das. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Tja. Okay. Kann ich mich irgendwo pendeln? Bestimmt. Mana erstmal wieder auf natürliche Art und Weise auffüllen. Mana tanken. Wenn du Wasser kaufen willst, sprich mit den Sklaven. Was hast du anzubieten? Ich bin Sklavenhändler. Ich handle nur mit den schönsten Frauen des Landes. Sieh dir meine Ware an, dann wirst du sehen, dass ich nicht lüge. Geh ruhig näher heran und sprich mit dem Mädchen deiner Wahl. Ich bringe Grüße von Hamid. Hamid, mein alter Freund. Wie geht es ihm wohl? Er macht gute Geschäfte und er schickt dir dieses Amulett als Geschenk. Sehr schön. Das ist etwas ganz Besonderes. Aber nein, ich kann es nicht annehmen. Du willst sein Geschenk nicht annehmen? Jedenfalls nicht, ohne auch Hamid ein Geschenk zu machen. Hier ist Hamids Amulett. Lass uns über dein Geschenk verhandeln. Warte, du bekommst 500 Goldstücke aus dem Schatz der Oase. Warte, nimm 1000 Goldstücke aus meinem persönlichen Schatz. Na schön, ich mache ihm die liebliche Jasmin zum Geschenk. Ich denke, das wird ihm gefallen. Dann sei es so. Bitte sorge dafür, dass Jasmin unversehrt Morazul erreicht. Alright. Welch ein gut aussehender Mann. Bist du ein Händler aus Morazul? Nicht direkt. Schade, ich wäre so gerne die Frau eines reichen Händlers geworden. Die Frau des reichsten Händlers der Stadt zu sein, das wäre etwas für mich, meinst du nicht? Ja, total. Ich bin die schönste Tänzerin des Landes, sagen sie. Ich bin des Tanzens müde. Ich hoffe, ich werde bald jemandem gehören, der nicht nur meine Tanzkünste bewundern will. Okay, ich bring dich gleich weg, aber vorher muss ich mal ganz kurz diese Oase hier plündern. Kann mir das eigentlich jemand mal rein geologisch erklären, wie Oasen in der Wüste eigentlich entstehen? Ich kenne mich da eigentlich so gar nicht aus, muss ich sagen. Aber es ist faszinierend, wie das sein kann, dass es eine Wasserstelle gibt. Meine Güte, Alter. Jetzt komm doch mal hier hoch. Raff dich mal, Junge. Oh, shit. Also so eine Erklärung, wie eine Oase so rein aus geologischer Sicht entstehen kann. Oder sich halten kann, besser gesagt. Das finde ich ja total faszinierend. Junge Orkner, was ist dein Problem, Mann? Dem hast du es gezeigt. Ein Mistvieh weniger. Das würde mich ja halt mal schon mal irgendwie interessieren. Ich habe bestimmt schon mal was dazu gelesen, aber lange her und ich bin sehr vergesslich. So, das war's mit dir. Du Mistvieh. Ich würde die ganzen Pflanzen hier gerne abfarmen, deshalb bin ich jetzt noch mal kurz hier zugegen. Dammit. Ich glaube, zustechen bringt's einfach gar nicht, ey. Nein, Mist, viel weniger. Zustechen bringt es absolut gar nicht. Die schlagen so schnell zu, die Viecher. Sonst muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Die Schakale, die machen bestimmt kurzen Prozess mit mir. So, jetzt mal ganz kurz meine Krankheit heilen. Tja, jetzt habe ich halt das Amulett der Magie nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Immerhin habe ich noch das Amulett der Stärke.
Aber so ein Amulett der Magie, sich mal selber nochmal irgendwann zu besorgen, das wäre schon eine Maßnahme irgendwie. Mana auf diese Art und Weise hochpushen. Dem hast du es gezeigt. Ja, das war Mist. So, wie kann man das so viel Pech haben? So, das war's mit dir. Du Mistvieh. Jawohl. Okay, dann haben wir jetzt nochmal schnell die Oase hier mehr oder weniger gesichert. Ah, ich sehe nichts. Okay, und da können wir ja eigentlich in der nächsten Folge... Ich bin gespannt, ob ich Orgnarok und Jasmin gleichzeitig mitnehmen kann. Ich glaube aber nicht, dass das geht. Ich meine, wenn ich Orgnarok und Angar nicht gleichzeitig mitnehmen kann, warum sollte das dann mit Orgnarok und Jasmin gleichzeitig gehen? Das wäre mir ein Rätsel. Aber hey, wir probieren es einfach. Gibt es hier noch jemanden, mit dem ich handeln kann? Tatsächlich. Zeig mir deine Ware. 25.000 Gold hat der Kollege. Ja, diese Klauen. Die Sandcrawler-Zangen. Warte mal. Wie gesagt, ich brauche 5. Jetzt habe ich auch 5 von diesen Erzrohlingen. Okay, und alles andere kann ich teurer in Mutana bei Jägern verkaufen. 20.000 Gold haben wir schon wieder. Das ist schon gar nicht so schlecht. Was willst du? Ich bring dich weg. Gut. Ah, doch, ich kann sie und Orgnarok gleichzeitig dabei haben. Das ist ja super. Das macht es mir ein bisschen einfacher. Okay, dann bringen wir sie und Orgnarok jetzt offenbar auch in die Stadt zurück zu Hamid. Dann haben wir die Quest erledigt. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen werden. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Liebe Freunde, lasst gerne ein Abo und ein Like für mehr Gothic-Content da. Macht's gut, bleibt gesund und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.